Und jetzt kann es losgehen, meine Damen und Herren. Sie wissen, dass wir in unserem Kochstudio selbstverständlich auch immer große Köche zu Tische kommen lassen, aber eben auch solche, die sich redlich bemühen. Einen solchen haben wir jetzt. Das gilt selbstverständlich nur für sein Wirken in der Küche, denn sonst hat er die Lage völlig im Griff. Er ist einer unserer Minister, er ist der Bundesverteidigungsminister. Herzlich willkommen, Manfred Wörner. So. Also, keine Angst vorm Feind. Wir werden das hier gemeinsam durchstehen. Hoffentlich. Ja. Er will also gleich, und hat er völlig recht, darauf hinweisen, dass es sich um ein Rezept von Frau Mutter handelt. Das ist richtig. Die hat allerdings zu mir gesagt, Junge, lass es. Du blamierst mich, du blamierst dich. Bei dir brennt selbst das Kaffeewasser an. Nein, Sie haben mich. Ihre Mutter weiß nichts von mir. Ich bin also der Adjutant. Wir beide werden jetzt gemeinsam ein Rezept von Frau Mutter wiedergeben, und zwar schwäbische Maultaschen. Schwäbische Maultaschen, jawohl. Gut. Für heute also Bundesmaultaschenminister. Und wir werden jetzt gemeinsam nach Rezept vorgehen. Das muss ich auch mal klar sagen. Viele Frauen linken ja ein bisschen. Die bringen das Essen auf den Tisch. Und in Wirklichkeit haben sie diese fetten Zettel, diese Rezepte zum 85. Mal alles schon vollgeschmiert. Aber immer wieder gucken sie rein. Das dürfen wir auch. Das tun wir. Hier ist unser Rezept. Wir beide sind ja nicht in der Lage, sowas auswendig zu lernen. Nee, also ich nicht. Ich für meinen Teil nicht. Und Sie haben was anderes im Kopf. So, jetzt würde ich sagen, wir dünsten erst die Zwiebeln an. Damit geht es los. Ich sage Ihnen auch, was Sie brauchen. Sie dünsten, ja? Ich bin sonst der Letzte, der Befehle erteilt, aber heute haben wir gesagt, wir halten zusammen, ja? Wunderbar. Ausnahmsweise. So, also, Sie brauchen 500 Gramm Mehl, 3 bis 4 Eier, Salz und 3 bis 4 Eischalen voll mit Wasser. So, jetzt werden die Zwiebeln angedünstet und alle Zutaten für die Füllung zu einem geschmeidigen Teig verarbeitet. Nicht, dass sie uns anbrennen. So ist gut. Schön glasig. So. Woher wissen Sie das denn alles? Mensch? Ja, von Frau Mutter. Ich habe ja auch eine. 500 Gramm Rinderhack, das ist dieses. Ja. Und dazu 500 Gramm feines Brät. Das sieht mal runtertun, oder? Was los? Ja, okay. Alles klar, ein bisschen runter. 500 Gramm Spinat, fein gehackter. Das ist jener. Und die halbe Zwiebel, die wir gerade andünsten. So, 75 Gramm Kassler. Wenn Sie nicht so schnell mitschreiben können, Rezepte gibt es beim ZDF. Das ist also hier klein gehacktes. Und 3 altbackene Brötchen haben Sie zu Hause. Gibt es bei der Bundeswehr auch altbackene Brötchen? Nur frische, absolut frische. Nur frische. Sicher. Wunderbar. Altbackenen werden Geschosse. Hier so. Müssen wir eintauchen. Da rein. Ne? Also ein bisschen eintauchen. Und dann, aber das brauchen wir nur symbolisch. Symbolisch, ja. Jawohl. Denn wir haben natürlich längst gewusst, dass wir eingeweichte Brötchen brauchen. Und die legen wir hier rein. So, die werden nachher selbstverständlich wieder aufgegrillt. Und hier sieht das dann so aus. So sieht das dann aus. Jawohl. Dieses mischt man alles zusammen. Wollen wir das mal tun? In einer Schüssel, ne? In einer Schüssel. Nehmen wir diese hier. So. Also hier, das Brät. Sie schneiden unterdessen die Zwiebel. Das kann ich nämlich nicht. Alles klar. Zu befehlen. Angetreten zum Zwiebel schneiden. Ich mache das mit der Petersilie. Die brauchen wir nämlich auch noch dazu. Gut, hier hol ich noch eine Petersilie. Und schneidet. Jetzt habe ich kein Messer. Ja, okay, ich mache. Oh je. Ich lasse Ihnen den Vortrag. Kann man die Kamera hier wegtun, während ich das mache? Nein, jetzt sind wir dran. Jetzt guckt der Feind zu. Da kommen wir nicht mehr raus aus der Nummer. So. Okay, macht er gar nicht schlecht. Das ist also, der Soldat trägt es auf dem Helm so oben und wir haben es jetzt also im Dingens. So. Gut. Würde sagen, wollen wir mal so tun, als wir machen grob gehackt. Machen wir das so, in diese Schale. Da rein, würde ich sagen, da rein. Jetzt komme ich mit meiner Zwiebel, ja? Sie kommen mit der Zwiebel, ja? Jawohl, alles klar. So, Herr Minister, ich kann es jetzt zwischendurch auch mal... Abstand. Klar, genau. Nicht, dass man einen Verteidigungsminister weinen sieht, das übernehme ich hier. Wie ist das zu Ihrem Beruf? Ich meine, Sie haben es nicht leicht. Ich kann es mir vorstellen, weil Sie natürlich in Ihrem Beruf eigentlich selten Blödsinn machen dürfen. Ich darf das dauernd. Wie fühlt man sich eigentlich, wenn viele sagen, Mensch, wichtig, dass es euch gibt, aber besser wäre es... Lassen Sie liegen. Besser wäre es, wenn es euch gar nicht gäbe. Das ist ja bei der Bundeswehr so. Ihr sagt ja selber, eigentlich... gibt es uns, damit es uns nie geben muss? Also in etwa, ne? Damit man uns nie braucht. Wie ist das? Das ist richtig. Ich meine, die Welt ist leider nicht so, wie wir uns sie wünschen. Es wäre schöner, wir könnten uns mit anderen Dingen beschäftigen. Kochen? Andererseits, ja, mit Kochen beispielsweise. Wäre beispielsweise eine schöne Idee, wenn man die Verteidigungsminister dieser Welt in einem Kochclub vereinen könnte, dass sie um die Wette kochen können. Wäre nicht schlecht. Wäre die Welt um einiges glücklicher. Gulasch à la Gorbatschow zum Beispiel. Ja. Also. Und jetzt die Eier. Jetzt müssen wir, Augenblick mal. Brät haben wir, Rinderhack haben wir. Abgehakt. Zwiebel. Eier. Spinat, halt den Spinat. Spinat sind Sie dann.
Ah ja. Jetzt aber, jetzt muss ich, ich befürchte... Geht alles mit Grün, ne? Das, ja, guck mal, guck mal. Oh, oh, jetzt ist mir das. Ich bin über das Grün so erschrocken aus Ihrem Munde, dass ich jetzt hier mein Eigelb verloren habe. Jetzt ist, flick's nochmal. Sag ja. Mehr Gelassenheit, junger Mann. Ja, mehr Gelassenheit. Ja. Jetzt muss ich... Jetzt pass auf. Jetzt bin ich gespannt. Das Weiße daran... Und das andere so. Na, na, na. Ja, aber besser als das, das oder? Stimmt, ja. Das stimmt, das stimmt. So. Also jetzt ein neuer Versuch. Jeder neuer Versuch, ja. Also das Weiße hier und das Gelbe. Weiße ist hier. Das ist aber auch irgendwie, das sind auch so... Hopsa. Oh, das wird gut, das wird gut. Jetzt. Also, dass er Fallschirm springen kann, hat er bei uns gezeigt. Dass er kochen kann, zeigt er jetzt. Was können Sie eigentlich nicht? Kochen? Nein, ich mache nur... Ja, oh, das muss mit der Hand jetzt, glaube ich. Da hilft nichts, oder? Das muss mit der Hand. Sie haben das sie muss ja gewaschen. Mit der Hand. Ich habe sie gewaschen, ja, selbstverständlich. So. Okay. Also, das macht die Mutter auch mit der Hand. Ah, also, angenehm ist es ja nicht. Aber es muss mit der Hand, dann bitte, dass uns niemand schreibt. Ja, kräftiger, 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 greifen Sie zu. Doch, wenn die Hände mal versaut sind, ist es ja wurscht dann. Ja. So. Mein Sag lieber Mann. Ich glaube, ich wäre kein guter Soldat, befürchte ich. Ich habe mich ja nicht gewollt ja, damals. Wir haben Köche, die Soldaten kochen nicht alle, um Gottes Willen, das wäre schlimm. Lisa, was, neulich habe ich, in der Zeitung gelesen, da können Sie nicht dafür, sie hat, glaube ich, auch einen Anpfiff bekommen, aber irgendein Kommandant hat 400 Leute so lange stehen lassen, bis sie kalte Ohren gekriegt haben. Ich muss ehrlich gesagt, ich wäre gegangen, wenn mir eine... Nein, und jetzt. Nee, jetzt mal ganz ehrlich. Also stellen Sie vor, da stehen 300 Leute und der sagt, ihr bleibt stehen und mich friert. Und es ist Frieden und es gibt also keinen Grund, weswegen ich frieren soll. Da kann ich doch gehen, oder nicht? Nee, da können Sie nicht gehen, nee. Aber Sie können Folgendes tun. Sie können sagen, wie wär's denn eigentlich, wenn wir die Ohrenschützer runterziehen durften? Auch nicht schlecht, oder? Ohr abgefallen, darf ich's aufheben? Jetzt, okay. Okay, gut, alles sehr gut. Mein Lieber, dann guckt's euch an. So. Und jetzt müssen wir... Aber wir nehmen jetzt das Perfekte. Nehmen wir das Richtige, ja. Wir nehmen das Richtige, ne? Jetzt füllen wir das nämlich in diesen... Sie dürfen schon mal anfangen, genau. Ja. Jetzt die Maultaschen zu füllen. Also die Hälfte davon, wenn das stimmt, was man mir gesagt hat. So. Meine Frau hat gesagt, erwecke nicht den Eindruck, dass du das mit mir besprochen hast. Das wirft ein schlechtes Bild auf meine Kochkunst. Ich betone also, das ist alles Eigenbau hier. Aber es wird gut. Wir wollten das doch so... Ja, das haben wir ja schon. Ja, nur keine Aufregung. Gut. So. Mensch. So. Oh, die Zwiebel haben wir vergessen. Na, die jetzt kommen hier müssen wir es ein bisschen so. Sonst wäre die Zwiebeln müssen sich noch hier reindenken. So. So. Und jetzt wird Augenblick. Das... So, haben wir's? Haben wir's? Alles klar. Alles klar. Und jetzt aber auf Kommando. Hebt an. Hopp. Wunder. Oh. Halt mal. Was? Oh ja. Haben wir das Eigelb vergessen? Jetzt kommt das Eigelb mit dem Pinsel. Ah, hier. Ja. Das wird jetzt, dass die Maultasche auch zuklebt, wird es jetzt... Ja, das ist das Klebemittel, hat man mir gesagt. Mit Eigelb verklebt. Schnell, ja? So. Nee, nicht hetzen. Es kommt nur, wetten, das hinterher. So. Ah, nein, ist nichts gegen die Sendung. Haben wir's? So. Jetzt können wir vorsichtig. Vorsichtig. So, jetzt pass auf. Mit harten Handkantenschlägen. So, jetzt müssen wir das rollen, ne? Ja. Oder? Bisschen groß sind Ding die, da. Oder? Das sind ja die Schwäbischen, oh. Sind ja kleine, glaube ich. Etwas. Oh, Junge, das sind ja Reisemaultaschen. So. Ruhig. Oh, wow. Also. Stimmt schon. Stimmt schon. Wir stellen sich die etwas kleiner vor, und zwar so. Ich zeige dir mal, wie die Hände aussehen müssen. Jetzt lassen wir das. Wir gehen einfach zu den richtigen jetzt. Gehen wir zu das Ganze nur kleine. Hepp, sieht dann so aus. Wunderbar. Das muss ein Könner gewesen sein. Boah, das waren wir heute Nachmittag. So. Und jetzt hätten wir quasi einen Teller noch haben müssen. An alles haben wir gedacht, nur an den Teller. Nehmen wir es so aus. Genau, da hinten. Ach ja, sehen Sie. Immer nach hinten gucken, das ist auch wichtig an der Front. So, Achtung. Aber jetzt geht man. Und. Mein lieber Mann. So. Jetzt müssen wir das auch mal essen. Wir laden auch die Zuschauer ein. Die wollen jetzt alle nach Hause. Nein, jetzt wirklich. Nach uns kommt Wetten, dass. Ich lege in die Sendung am Herz. Ich gucke mir die nämlich auch an, da kann ich noch viel lernen. Und ich wünsche dem Frank. Alles Gute. Aber apropos Wetten, ja? Können Sie erraten, wie viele Köche wir in der Bundeswehr haben? Ja, wie viel Mitarbeiter habt ihr insgesamt? Ja, 700.000, 500.000 Soldaten, 200.000 Zivile. Pro 1.000 Soldaten ein Koch, 500 Köche? 7.700.
Boah! Er muss noch dazulernen für Wetten, ne? Allerdings. Wir wünschen guten Appetit. Das ist ein ministerielles Menü. Es sieht doch toll aus, oder? Hervorragend. Im Notfall hätte ich auch noch Würstchen im Schrank gehabt, wenn die nicht geworden wären, die Maultasche.